In den Unterlagen ist relativ kurz angeschnitten worden das Thema Siedlung von breitflächig zu kompakt, mit der Begründung, dass das für Berchtoldsdorf ohnehin nicht in Frage kommt. Ich hoffe, das wird nicht komplett ausgeblendet, denn ich sehe das nicht so. Denn wir sind gerade dabei, dass wir auf Breitfläche machen und nicht auf kompakt mit unseren Planungen und Flächenwidmung etc., das gerade jetzt in, ja, eigentlich demnächst beschlossen werden wird. Danke. Dankeschön. Es tut sich was in Berchtoldsdorf. Ja. Hans? Wollte ich darauf antworten oder kurze Antwort? Im Vergleich hat Berchtoldsdorf wenig Entwicklungsflächen. Da komme ich aber aus einer anderen Perspektive, weil wir in ganz Niederösterreich arbeiten und da gibt es also Gemeinden, die wirklich in die Fläche gehen, also wo im großen Hektarbereich noch dazu gewidmet wird. Wobei das ist mit der Novelle zum Raumordnungsgesetz jetzt ohnehin schon begrenzt, weil man jetzt noch maximal einen Hektar widmen darf. Und dann muss der erst zu 70% verbaut werden und dann in weiterer Folge einen zweiten Hektar noch einmal bis zur neuen Rahmenbedingungssetzung noch einmal widmen darf. Das heißt, das Land steigt jetzt da schon sehr fest auf die Bremse. Aber das ist jetzt sicher ein Thema, also das wird sicher nicht ausgespart. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Daher jetzt nicht. Hier auch nicht. Gut, danke. Achso, doch, der Herr Blatt hat eine Frage. Bitte, Herr Blatt. Das Mikrofon anstellen. Wir hören Sie nicht. Ja, nur Ja, den richtigen super. Button nicht schnell genug gefunden ohne Kein Problem. Lesebrille. Meine Frage ist mir noch nicht ganz klar beantwortet. Wie wurde hier zum Beispiel die Abgrenzung gerade im Bereich Mobilität zwischen den Gemeinden vorgenommen? Wir haben ja hier sowohl einen Ursprungs- als Zielverkehr als auch einen Durchgangsverkehr. Wie sind da die Modellannahmen dahinter? Und ich glaube, eine Frage war schon auch über das Alter der Daten und sind es Schätzungen oder Messdaten? Können Sie uns da ein bisschen ins Nähkästchen schauen lassen, Herr Imrich? Ja, wenn da tieferer Bedarf besteht, kann ich das gerne. Ich habe es jetzt nur oberflächlich. Die Daten sind aus dem Jahr 2017. Sie wurden mit einem Algorithmus berechnet, der aufbaut auf einer Studie, die wir gemeinsam mit der Universität für Bodenkultur mit Professor Stöglinger gemacht hatten. Hat sich Klima- und Energiemonitoring genannt. Da wurden modellhaft drei Gemeinden in Niederösterreich, also zwei Gemeinden in Niederösterreich, eine in Salzburg überprüft, wie dort die Mobilität zum Beispiel abzugrenzen wäre. Sie haben natürlich vollkommen recht, es ist ein schwieriges Unterfangen. Wir haben da eine Gemeinde gehabt, die einen Gewerbebetrieb hat mit 200 Fahrzeugen und entsprechenden Mitarbeitern, die alle gemeldet sind in der Standortgemeinde, also in der Gemeinde, wo sozusagen das Gewerberecht angemeldet ist, und die Fahrzeuge sind irgendwo. Das heißt, wir haben große Abgrenzungsprobleme. Das Ganze wurde insofern gelöst, als das dann auf Österreich heruntergerechnet wurde. Das heißt, es gibt einen Österreich-Wert und die Summe der Gemeindewerte passen mit dem Österreich-Wert zusammen. Die genaue Abgrenzung müsste ich mir noch einmal anschauen, mit dem Professor Stöcklinger noch einmal uns auch überlegen. Das Problem ist, es gibt nichts Genaueres. Das ist also jetzt das Genaueste, was es gibt. Und da muss man dann anfangen, auf der Gemeinde die Expertise einzuholen, zu sagen, okay, wir haben zum Beispiel gerade in der Mobilität die und die Betriebe, die wirken in der Gemeinde. Wir wissen aufgrund unserer Einpendler- und Auspendlersituation, dass wir im Individualverkehr so und so aufgestellt sind, etc. Sie haben ja auch eine Untersuchung, eine Verkehrsuntersuchung jetzt auch in der Gemeinde durchgeführt, ein Verkehrskonzept auch entsprechend erstellt. Und ich glaube, da gibt es schon recht gute Daten, mit denen man das nochmal kalibrieren kann. Danke. Ich habe eine Zwischenfrage. Es ist jetzt jemand neu eingetreten mit dem Namen AKG. Ist das ein realer Mensch, der zu uns gehört, oder ist das Klingt nach ein... Andreas Kollagaber. Aha. Mal ein Tipp, wird sich hoffentlich gleich zu erkennen geben. Nein, er hat sich noch ganz anonym, ohne Bild. Also für Herr Kollagaber, vielleicht ein kurzes Zeichen von Ihnen. Dauert noch. Na gut. Vielleicht in der Zwischenzeit hinzufügen, was der Herr Emrich gesagt hat hinsichtlich der
der Widmung von Bauern. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten bei der Wiener Umlandverordnung. Das heißt, wir haben eine Siedlungsgrenze und wir in Berchtesdorf dürfen überhaupt kein Bauland mehr neu widmen. Ja? Ohne vielleicht eventuell kleinere Flächen von Grünland wieder zu entwickeln. Ja? Also das nur zur weiteren Erklärung. Gut, ich habe noch eine letzte Frage, würde ich vorschlagen, dass wir dann weitergehen von der Frau Hickel-Sabo, die dann noch auf die Differenzierung zwischen Mobilität und Dienstleistungen näher eingehen möchte. Frau Sabo, wollen Sie das vielleicht noch kurz erläutern? Na, für mich stellt sich einfach die Frage, aus welchem Titel quasi definiert man in Berchtoldsdorf, und das war ja offensichtlich auf die Gemeinde bezogen, die Daten, CO2-Emissionen aus Dienstleistung. Das ist mir nicht ganz klar, weil das dann mit Transport und Logistik zu erklären, was ja eigentlich Teil von Mobilität ist, ist mir irgendwie nicht klar. Vor allem, wo das doch einen relativ beträchtlichen Anteil ausmacht. Ja? Was ist das? Also Sie meinen jetzt, wo wird die Mobilität dazugerechnet? Wird sie bei Mobilität Nein, die Frage ist, bringen Sie mir bitte Beispiele für das, was unter Dienstleistung verstanden wird, in diesem Zusammenhang, was nicht eigentlich von Mobilität und Transport eigentlich erfasst wird. Was ist gemeint? Ich wüsste jetzt nicht, was... Für mich stimmt die Relation, wenn ich mir anschaue, Mobilität und so weiter, und dann ist so ein Riesenanteil aus Dienstleistung, aber was wäre das? Und wo sehen Sie da das Einsparungspotenzial? Für mich ist das zu schwammig. Ja, vielen Dank für die Frage. Ich muss das mitnehmen, weil ich kann jetzt irgendwas sagen, das wäre aber schade, weil da müssen wir wirklich sich das genau anschauen und müssen auch genau anschauen, wie ist die Abgrenzung erfolgt. Die Größenordnungen sollten grundsätzlich im Vergleich zu anderen Gemeinden Niederösterreichs und Österreichs stimmen. Entschuldigung, es geht mir nicht um die Abgrenzung. Bringen Sie mir bitte nur irgendein anderes Beispiel. Was ist unter CO2-Ausstoß aus Dienstleistung gemeint? Und was jetzt nicht unter Mobilität und Transport fällt? Dienstleistung ist alles, was gewerbliche Dienstleistungen betrifft. Das heißt, wenn ich irgendwo ein Büro habe und das ist ein zum Beispiel unser Büro, fällt unter Dienstleistungen alle Energie, die wir hier aufwenden, nicht unsere Mobilität, aber unsere Raumwärme, unsere Prozessenergie, also der Strom und so weiter, das fällt unter Dienstleistung. Wenn Sie ein Bürogebäude irgendwo haben, dann ist dieses Bürogebäude fällt unter Dienstleistung. Okay, das heißt, Sie haben das alles, was an Dienstleistern, an unternehmerischer Tätigkeit unter den Titel Dienstleistung ist, fällt da alles hinein. Genau. Okay. Dann gibt es im Bereich noch Gewerbeindustrie. Das ist auch, da gibt es die ÖNACE-Unterteilung in der Statistik Austria und da gibt es gewisse Branchen, die so zusammengefasst wurden. Und dann gibt es eben die Mobilität, die noch extra herausgerechnet wird in dem Zusammenhang. Okay, ich war nur verwirrt, weil da müsste dann Handel extra erscheinen, aber das ist offensichtlich bei Dienstleistung einfach dabei. Ja, ganz genau. Okay. Okay, gut, danke schön. Dann würde ich sagen, schauen wir, dass wir zum nächsten Tagesordnungspunkt voranschreiten. Ich würde den Hans Emmerich bitten, vielleicht diese Vorstellungsrunde zu übernehmen und dann in weiterer Folge Sie bitten, sich kurz mit Ihrer vielleicht schon gegründeten Arbeitsgruppe vorzustellen. Ja, Martina, herzlichen Dank. Ich darf ein bisschen als Co-Moderator weitermachen. Und zwar hätten wir gerne ein kurzes Statement von jedem von Ihnen, weil wir sind der festen Überzeugung, so viel Zeit muss sein. Wir wollen jeden von Ihnen kurz einmal hören, wie Sie zu der ganzen Thematik stehen und was Sie bewegt, hier mitzumachen und was Sie auch vielleicht als Ihre Hauptaufgabe sehen. Kurz und knapp. Ich werde auch gar nicht lange noch Einleitung machen. Und wir hätten uns gedacht, der Christian Appel hat uns eine Struktur einmal gegeben, Arbeitsgruppen, die wir sehr sinnvoll erachten. Ich würde gerne einfach der Reihe nach diese Arbeitsgruppen abfragen, wer sich da zugehörig fühlt. Ich habe da auch eine Liste bekommen, die kennen Sie wahrscheinlich auch. Ich darf einmal mit der Arbeitsgruppe Mobilität beginnen und darf einmal, da gibt es eine Frage. Mein Problem ist, ich habe jetzt nicht die gesamte Liste an Arbeitsgruppen vor mir. Ja. Das heißt, wenn jetzt die erste Arbeitsgruppe aufgerufen wird und ich melde mich und stelle dann fest, eigentlich kommen da noch 10 andere, für die mich
mehr interessiert hätte, dann ist das für mich ein bisschen suboptimal. Das heißt, vielleicht können wir zuerst einmal sagen, was gibt's, damit ich einmal das zumindest einmal gesehen habe. Ja, das würde ich bitte gerne übernehmen, dass ich mal kurz erkläre, wie die Arbeitsgruppe zustande gekommen ist und wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Die Information fehlt, glaube ich, einigen noch. Ja. Ich versuche jetzt meinen Bildschirm kurz zu teilen. Also die Arbeitsgruppen sind auf verschiedene Weisen zustande gekommen. Einerseits gibt es schon bestehende Kerne, Arbeitsgruppen, die sich mit dem Thema an sich schon beschäftigen. Ich darf da als ein Beispiel die Arbeitsgruppe Digitalisierung herausgreifen, weil die in jüngster Zeit entstanden ist. Da hat der Toni Platt und den NEOS haben beim letzten Gemeinderat einen Antrag eingebracht, dass man ein Digitalisierungsleitbild für Berchtesgadensdorf entwickelt. Und das hat natürlich Digitalisierung auch sehr viel mit Dekarbonisierung zu tun. Und unser Bitte von da aus wäre, dass die Arbeitsgruppe Digitalisierung eben mit dem Zusammenhang zwischen Digitalisierung und Dekarbonisierung beschäftigt und Stellungnahme ausarbeitet. Also das ist ein Beispiel, da ist ein Prozess an sich schon im Gang und wir versuchen nur, das mit der Dekarbonisierung zu überschneiden und gemeinsame Erkenntnisse zu generieren. Ähnliches gilt zum Beispiel für die Arbeitsgruppe Ortskernbelebung. Da hat die Martha Günzel und nächst den Dorf- und Stadterneuerungsbeirat gegründet. Er hat auch schon gedacht und verschiedene Projekte entwickelt. Und da wäre jetzt auch die Fragestellung, was hat das Thema Ortskernbelebung überhaupt mit Dekarbonisierung zu tun? Was kann man dort machen? Und so weiter. Ja, von der Susanne Giefiger ist eingebracht worden, die Arbeitsgruppe Soziales. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir uns auch beschäftigen, was hat Dekarbonisierungsprozess für wirtschaftliche Auswirkungen auf verschiedene Familien. Ja, und so weiter. Und dann habe ich versucht, Themen abzudecken, die noch nicht so eindeutig besetzt sind, wie zum Beispiel die Arbeitsgruppe Wohnen oder Arbeitsgruppe Ernährung. Das sind wichtige Themen, die auch betrachtet werden müssen, aber wo es jetzt noch nicht zu einer wirklichen Struktur gekommen ist. Ja, also Sie haben da alle Arbeitsgruppen auf einen Blick. Das sind 11, glaube ich, jetzt da. Ja. Und ich habe versucht, ein bisschen rein gefühlsmäßig abzuschätzen, in welchem Baufortschritt die Arbeitsgruppen jeweils sind, also wie weit die schon gekommen sind. Ich habe da zum Beispiel bei der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie die Arbeit praktisch schon auf Hochtouren. Da geht das weiter. Da kann man hat man schon eine ganze Menge sehr gute Argumente bei der Hand und kann relativ leicht Leute gewinnen. Und dann zum Beispiel die Arbeitsgruppe Kreislaufwirtschaft, da sind wir irgendwie noch ganz am Anfang. Das ist noch sehr im philosophischen Diskurs ohne noch eine wirkliche Umsetzungsperspektive. Also wir sehen das in verschiedenen Stadien und die Kunst von dem Prozess wird es auch sein, mit diesen verschiedenen Stadien zu arbeiten und gegenseitig voneinander zu lernen. Ja, sind dazu noch Fragen? Wenn das nicht der Fall ist. Ja, bitte. Oh. Ja. Ich gehe da. Also warte mal. Hört man mich? Ja. Ja, ich gehe mal davon aus, dass wir draufkommen werden, das wird bei weitem nicht reichen, beziehungsweise wird man möglicherweise auch Arbeitsgruppen umbenennen müssen. Das heißt, das, so flexibel sind wir dann auch. Ja, freilich, ja. Okay. Das ist ja nur der Versuch einer Strukturierung, ne? Ja. Wir können ja nur mit dem arbeiten, ob dann tatsächlich eine Struktur da ist. Bitte? Welche würdest du noch dir vorstellen können? Oder wenn du sagst Umbenennung, was schwebt dir vor? Nein, also es ist ganz sicher, dass Dinge da fehlen. Ja. Also mir fällt es jetzt nicht sofort auf, was ich wo überall dazu geben würde, weil da hätte ich mich zumindest 5 Minuten damit befassen müssen und das jetzt nicht sozusagen vor mir haben. Das ist mir ein bisschen zu ad hoc. Ja. Die Frage ist, was weiß ich, ist Kreislaufwirtschaft jetzt Abfall- und Ressourcenmanagement oder ist Kreislaufwirtschaft, ich verwende meine Kleidung ein zweites Mal auch noch, ja? Zum Beispiel. Haben wir auch drum. Also wie gesagt, das sind jetzt nur mal ganz grobe Anhaltspunkte. Das wird sich im weiteren Gespräch dann natürlich noch genauer definieren und wir werden das dann an die tatsächlichen Strukturen anpassen. Ich habe auch eine Frage dazu.
Wie geht es konkret weiter? Weil bei der Kreislaufwirtschaft habe ich mich gemeldet und ich habe aber nichts mehr gehört seither. Ja. Wer organisiert das oder wer setzt die Initiativen? Wie geht es ganz konkret weiter? Dazu kommen wir dann später noch. Okay. Ja, wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, dann gebe ich eine Frage. Bitte, ja. Und zwar, wo nehmen wir die ganzen Betriebe, Gewerbe hinein? Die habe ich da nicht zuordnen können. Ja. Ja, also wie gesagt, das ist sicher nicht vollständig und man muss auch gut überlegen, wie man das weiter strukturiert. Ne? Also eine Arbeitsgruppe Wirtschaft kann man auch zum Beispiel sehr gut vorstellen. Ne? Genau. In der Arbeitsgruppe Ortskernbelebung haben wir zum Beispiel eine Untergruppe Wirtschaft, also Wiener Gasse, Marktplatz. Da sind schon mal Betriebe dabei. Ja, ja, also da kann man schon andocken und ansetzen. Ja. Ja. Darf ich ganz kurz zwei Dinge dazu? Dass in Berchtold, dass Wirtschaft immer gleichgesetzt wird mit dieser Handvoll Betrieben, die sich da rund um Marktplatz Wiener Gasse scharen, ist einer der, würde ich sagen, ganz grundlegenden Probleme in der Ortspolitik. Ja. Wenn man sich allein alle mit Gewerbeberechtigung anschaut, haben wir allein damit in Berchtoldsdorf über 1000 Unternehmen. Ja. Also ich würde da wirklich sehr darauf drängen, dass man den Begriff Wirtschaft ein bisschen weiter fasst als die paar Einzelhandelsunternehmen und die Banken, die sich da rundherum scharen. Das ist das Erste. Das Zweite, und das ist jetzt nur ein Verdacht oder eine Sorge, die ich ein bisschen habe, wenn ich mir die Liste ansehe, ist Folgendes. Hier wird der Bereich Öffentlichkeitsarbeit als eigener Bereich herausgefasst, was meiner Erfahrung nach immer ein bisschen das Risiko birgt, dass man sich zuerst in der kleinen Gruppe was Nettes ausprobiert und hinten nach versucht man es dann dem Rest des Ortes zu verkaufen. Das hat vor 2000 vielleicht funktioniert, also das ist sind die Methoden des 20. Jahrhunderts. Im 21. Jahrhundert wird damit relativ schwierig, wenn wir nicht in jeder Arbeitsgruppe uns auch um Dinge, die Sorgen machen, wie an welcher Grundmotivation, abhängig von der Personengruppe, und ich verwende jetzt absichtlich nicht den alten klassischen Begriff Zielgruppe, aber an welcher Grundmotivation docken wir mit diesen Dingen überhaupt an? Wo holen wir die Leute ab? Hinten nach dann zu fragen, okay, und wie verkaufen wir es ihnen jetzt? Halte ich für einen gefährlichen Ansatz. Der ist ein bisschen oldschool. Ja. Vielen Dank für den Hinweis. Also die Methoden des 21. Jahrhunderts, die müssen wir noch entwickeln. Also das ist ja ein Teil der Pionierarbeit, die wir leisten müssen. Die gibt es schon. Also das ja, ist jetzt... Bitte her damit, wir versuchen es zu integrieren. Also wir sind völlig offen, ja. Alles, was hilfreich ist, ist willkommen. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich finde es hervorragend, den Einwand, dass wir im 21. Jahrhundert sind und ich muss mich entschuldigen, da Zielgruppen genannt zu haben. Arbeit hat mit Sinusmilieus und allen möglichen anderen Dingen keine Frage. Wir hätten es in der Vorbesprechung mal so gesehen als eine Art Stabstelle, wo genau dieses Expertinnenwissen zu diesen Herangehensweisen den anderen vielleicht zur Verfügung gestellt wird, die da doch eher thematisch arbeiten. Aber ich bin ganz bei Ihnen, das muss Hand in Hand gehen, das kann nicht extra am Schluss dann drauf gepickt werden. Vielen Dank. Ja. Ich habe noch. Bitte, ja. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, was ich ein bisschen vermisse auch bei den Arbeitsgruppen, ist der Bereich Energieeffizienz, weil wir reden von Dekarbonisierung. Und aus meiner Sicht und Erfahrung ist gerade Energieeffizienz da einer der wichtigsten Punkte, um quasi jetzt lokal mit dem Energieverbrauch runterzukommen. Ja? Ja. Entweder macht man das gemeinsam mit erneuerbarer Energie, aber mein Problem ist und meine Erfahrung ist, man redet sehr schnell über erneuerbare Energie, aber für mich ist Energieeffizienz immer zuerst und erneuerbare danach. Ja, keine Frage. Also das Thema Energieeffizienz ist sicher eindeutig als Querschnittsmaterie. Das betrifft wirklich alle Arbeitsgruppen. Ja. Muss man natürlich im Fokus behalten. Ja. Gar keine Frage. Danke für den Hinweis. Okay.
Gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich da leider nicht alle. Nein, ich denke, es ist jetzt klar. Ja, dann gebe ich meinen Bildschirm wieder frei. Ja? So, und übergebe an die Moderation. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Fragen. Es ist sehr wichtig, das jetzt zu Beginn zu klären. Und ich glaube, dadurch, dass das ja ein sehr offener Prozess ist, der keine feste, wie soll man sagen, Struktur noch hat. Es gibt klare Ziele und wir sollen in Umsetzung kommen und wir wissen, dass wir CO2 einsparen wollen und müssen. Aber insofern ist es ganz wichtig, dass wir die Expertise von Ihnen mit einbeziehen. Darf ich jetzt gleich einmal noch den Zettel, ich habe es mal ausgedruckt, vom Christian Appel noch einmal hernehmen und darf einmal für die Arbeitsgruppe Mobilität fragen. Ich habe da den Herrn Knieher, den Herrn Skoric und die Frau Brenner stehen. Vielleicht, mit wem darf ich beginnen? Wer hebt als Erster oder als Erste die Hand? Und jawohl, Herr Knieher, bitte. So, ich hoffe, man hört mich. Will mich für die, die mich vielleicht nicht kennen, kurz vorstellen. Bin Verkehrsplaner, ortsansässig in Berchtesgadsdorf, sowohl mit dem Büro als auch wohne ich seit 40 Jahren in Berchtesgadsdorf und bin Verkehrsplaner für die Gemeinde seit ca. 25 Jahren tätig. Und habe das vorhin schon angesprochene Mobilitätskonzept gemacht, das derzeit mit der Raumplanung und Ortsentwicklung gerade in der Entwurfsauflage ist. Die Bearbeitung für das Mobilitätskonzept habe ich gemeinsam mit dem Büro Konsens, heute hier vertreten durch Michi Skoric, gemacht. Wir haben also das in enger Zusammenarbeit gemacht und bin also für die Gemeinde seit vielen, vielen Jahren, wie gesagt, seit 25 Jahren als Verkehrsplaner tätig und war natürlich bereit, mich auch in diesem Prozess hier bei der Dekarbonisierung hier einzubringen und bin auch bereit, hier in dieser Arbeitsgruppe Mobilität einen wichtigen Beitrag zu leisten und hier mitzuarbeiten. Ganz herzlichen Dank. Das klingt sehr vielversprechend. Wenn man Profis mit dabei hat für ein Thema, dann ist das eine große Erleichterung. Herzlichen Dank. Michael Skoric, bitte. Ja, hallo. Michael Skoric, mein Name. Ich bin Verkehrsplaner vom Büro Konsens Mobilitätsdesign. Bin selbst wohnhaft in Mödling, also in der unmittelbaren Nachbarschaft sozusagen. Und ich darf jetzt seit 2 oder 3 Jahren etwa in Berchtoldsdorf immer wieder im Verkehrsplanungsbereich mitwirken. Wir durften vor 2 Jahren ein Radverkehrskonzept für die Berchtoldsdorf entwickeln, gemeinsam auch mit Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde in einem interaktiven Beteiligungsprozess. Und wie Michael Knieher schon erwähnt hat, haben wir gemeinsam mit einem großen Team sozusagen, mit Gemeindevertretern und Bürgerinnen, das Mobil 2030, das Gesamtmobilitätskonzept für die Marktgemeinde Berchtoldsdorf ausgearbeitet. Und nun ist es mir natürlich auch ein Anliegen, da in der Arbeitsgruppe Mobilität mitzuwirken, weil ich glaube, es geht jetzt einfach darum, von dieser Strategieebene, von dieser Leitbildebene in die Umsetzung zu kommen. Also ich bekomme das ja auch in anderen Gemeinden mit. Dieser Schritt ist oft der schwierigste. Es gibt gute Leitbilder, kluge Ideen. Und dann ist es schwierig, wirklich in die Umsetzung zu kommen. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Arbeitsgruppe und dem Gesamtprozess da ein Stück weiterkommen. Super, herzlichen Dank. Ich habe jetzt da noch Cecilia Brenner stehen. Ja, hallo. Richtig aufgehoben. ein Stück weit schon. Also ich bin Landschaftsplanerin von meiner Ausbildung her, wohne auch schon lange in Berchtoldsdorf. Ja, wird sich dann zeigen. Also alle 4 Gruppen, in denen ich da jetzt stehe, sind mir eh zu viel. Muss ich dann ein bisschen noch herauskristallisieren, welche die richtige ist. Wunderbar. Aber Sie sind gut motiviert und werden auch mit Ihrer Expertise sich einbringen. Genau. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank. Ja, dann da würde sich noch jemand unmittelbar zur Mobilität bekennen wollen. Wir haben also ganz viele Namen hier stehen. Es bleibt niemand über, also es kommt jeder zu Wort heute. Das ist ganz wichtig, dass wir ein bisschen einen Eindruck bekommen, wie groß und wer in welchem Bereich sich engagiert. Gut, wenn das, ich sehe jetzt, ich schaue noch auf den zweiten Bildschirm, das ist also, wir sind so viele heute.
Alles klar, scheint keine Wortmeldung mehr zu geben. Dann darf ich zu der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energie weiterleiten. Und das ist die Frage, inwieweit die Energieeffizienz, die natürlich ganz maßgeblich ist, da noch mit hineinkommen soll und kann. Und ich habe da den Christoph Federle stehen und darf ihn vielleicht um bitten, uns ein bisschen was über sich zu erzählen. Hallo, ich bin erst seit 3 Jahren in Berchtesgadensdorf, von der Ausbildung habe ich ein Zweitstudium erneuerbare Energiesysteme. Ich habe mir vor 1 Jahr eine Photovoltaik aufs Dach gesetzt und habe eigentlich doppelt so viel Strom erzeugt, wie ich selber brauche. Und da gibt es jetzt eine sehr interessante Entwicklung, dass ein neues Gesetz jetzt kommt mit sogenannten erneuerbaren Energiegemeinschaften, wo es eben möglich ist, in der Gemeinde Energie zu erzeugen und sie auch mit den Mitgliedern dieser Gemeinschaft zu teilen, dass man eben in der Region bleibt mit seiner Energieerzeugung und mit dem Verbrauch. Und so habe ich den Christian Appel gewarnt. Dann haben wir schon das erste Projekt ein bisschen im Laufen. Das ist gemeinsam mit dem Harald Kahner bezüglich einer Photovoltaik auf dem Gemeindeamt. Und ja, wir schauen jetzt einmal, wie wir diese neuen Rahmenbedingungen nutzen können, um auch in Berchtesgadensdorf unseren Beitrag zum Klima, zur Energiewende und zur Vermeidung von CO2 zu leisten. Herzlichen Dank. Es ist immer toll, wenn es ein ganz konkretes Beispiel gibt, an dem man sich nicht nur anhalten kann, sondern dass man auch anschauen kann, dass man dort hingehen kann und schauen kann, das funktioniert wirklich und hervorragend, wenn Sie sich da einbringen, noch dazu mit Ihrer entsprechenden Expertise. Herzlichen Dank. Ich habe dann weiters hier stehen Harald Karner. Vielleicht auch bitte ein bisschen vorstellen und wohin die Reise gehen soll aus Ihrer Perspektive. Ja, das bin ich. Ich lebe seit 1970 in Berchtesgadensdorf, arbeite für die Firma Reimann Kraft der Sonne seit 16 Jahren. Das ist einer der Urgesteine in der Photovoltaik-Errichtung. Wir planen, errichten für Ortschaften, Gemeinden, Einfamilienhäuser seit vielen Jahren. Natürlich ist wichtig, dass wir zuerst Energie einsparen, bevor wir uns überlegen, wie viel wir überhaupt zu produzieren haben. Ja. Im Grund kann man nie genug produzieren, weil spätestens der Nachbar oder der übernächste Nachbar braucht sowieso wieder auf. Ja. Also wichtig, dass sich die Menschen einmal wirklich damit auseinandersetzen, wie viel könnten sie einsparen, wie viel könnten sie produzieren, um dann auf einen guten Weg zu kommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Das klingt auch sehr pragmatisch und aber auch auf der anderen Seite sehr spannend. Dann darf ich noch Peter Gönitzer habe ich hier. Bitte. Ja, vielen Dank und ein Hallo auch von meiner Seite. Ich bin seit 2013 in Berchtesgadensdorf. Ich bin vom beruflichen Hintergrund Energiemanager. Ich habe sehr lange für die Wiener Energie gearbeitet, war auch Geschäftsführer dort und habe mich vor 2 Jahren selbstständig gemacht, um die neuen Möglichkeiten, die jetzt im Energiemarkt entstehen, zu verfolgen. Insbesondere diese dezentralen Energiegemeinschaften, die der Christoph Federle schon angesprochen hat, rollen wir aus. Wir verstehen uns da als energiewirtschaftliche Architekten. Versuchen, den Verbraucher und Produzenten zusammenzubekommen, damit das auch wirtschaftlich Sinn macht. Und das machen wir mit vielen Gemeinden in Niederösterreich und wäre natürlich auch sehr schön, wenn Berchtesgadensdorf dazu komme. Das ist sozusagen meine persönliche Motivation, das, was wir machen, auch in meiner Heimat zu machen. Und vielleicht noch zum Thema Energieeffizienz. Ich sehe das ganz genauso. Die beste Kilowattstunde, egal ob elektrisch oder thermisch, ist die, die man einspart. Und die zweitbeste ist die, die man in der Gemeinschaft verbraucht und tauscht und nicht weit transportieren muss. Und das sollte das Ziel sein, in Berchtesgadensdorf das besser zu schaffen. Danke. Ganz hervorragend. Herzlichen Dank. Wir haben ja jetzt schon einige Hinweise, wie die Lösungen auch aussehen können. Und wir müssen sie jetzt hauptsächlich noch in die Breite bringen. Aber das ist ganz, ganz toll. Vielen Dank. Entschuldigung, ich muss kurz. Geht wieder. Ja, wir hätten dann hier als nächstes die Arbeitsgruppe Wohnen. Da müssen wir jetzt auch noch vielleicht definieren, was da alles drunter fällt, wie man damit umgeht. Ich darf vielleicht Helmut Kittinger bitten, um sich kurz vorzustellen. Gerne, hallo. Mein Name ist Helmut Kittinger. Ich arbeite beim Kurier und da ist natürlich das Thema Energieeffizienz ein großes. Und ich denke, in Berchtesgadensdorf für das Wohnen, im Wohnbereich sowieso ohnehin auch, Sie haben das eh gezeigt, der Heatmap, der
Berchtesdorfer Karte, wo hier Energie und wie viel hier weggeht. Sie haben auch gezeigt mit dem Balken auf dieser einen Folie, wie viel Prozent, und das ist der höchste Balken gewesen, auch im Bereich Wohnen einsparen könnte, sollte oder auch muss. Und eben beim Kurier beschäftigen wir uns sehr damit im Bereich Energieeffizienz, in der Herstellung, in der Auslieferung unserer Produkte, aber natürlich auch in unseren einzelnen Standorten, Wartung, Klimatechnik etc. etc. Also da fällt ja sehr viel, wir haben knapp 1500 Mitarbeiter, da kommt ja sehr viel zusammen. Ja, herzlichen Dank. Wie gesagt, ganz fantastisch. Und es wird sich ja dann in den ersten Arbeitsgruppensitzungen, da war ja auch das Thema, wie kann man starten? Und es wird natürlich das Thema sein, sich da ein Arbeitsprogramm zu machen, einmal zu schauen, wohin wollen wir, was können wir, wo haben wir auch Expertise? Also all diese Punkte wird es relativ früh zu klären gelten. Und vor allem, wo brauchen wir auch noch Unterstützung, damit das dann wirklich funktionieren kann. Herzlichen Dank. Ja, dann hätten wir die Gruppe Ernährung. Ich schaue gerade, darf ich vielleicht Karin Dürnhammer bitten, da uns ein bisschen was über sich zu erzählen. Sie sollte da sein. Ja, Entschuldigung, ja. Ich bin ich. Ja. Mein Name ist Karin Dürnhammer. Mir geht es bei der Gruppe Ernährung vor allem darum, um eine Bewusstseinsbildung. Wie weit ist die Ernährung jetzt beteiligt an dem Anstieg des CO2? Und im Detail habe ich mir vorgestellt, dass der Berchtesdorf eine Vorbildwirkung haben könnte bei Kindergärten, Altersheimen oder Horten in der Küche, da irgendwie anders zu kochen, ganz praktisch, als man es gewohnt ist, und das durch Workshops oder Weiterbildung machen zu können. Ja. Ja, herzlichen Dank. Das klingt schon sehr praxisbezogen und schon Richtung Umsetzung. Und man kriegt richtig, also ich kriege schon Guster, weil ich weiß ungefähr, dass das auch sehr gut schmeckt alles. Also ja, da schon Experimente gemacht. Es ist nicht so, dass es nur das CO2-intensive Essen ist, das einen glücklich macht. Herzlichen Dank. Ja, ich schaue weiter. Wir haben hier das Thema Kreislaufwirtschaft. Und hier wäre, jetzt schaue ich gerade auf der Liste, ist nämlich den Überblick schon verloren. Der Friedrich Wegenstein, lass den Entschuldigen, ist technisch leider gehandicapt. Ja, und darf ich aber den Wolfgang Hinker bitten, der hier einmal bei mir in der Liste aufscheint. Mein Name ist Wolfgang Hinker. Ich bin Zivilingenieur für Kulturtechnik und Wasserwirtschaft und beschäftige mich da eben mit Wasserwirtschaft, aber auch mit Abfallwirtschaft und Ressourcenmanagement. Und aus dem heraus glaube ich, dass ich mich da auch etwas einbringen kann. Vor allem in der Abfallwirtschaft sind die Zahlen, die da jetzt exponentiell gezeigt worden sind, für alle möglichen Wachstümer, auch leider für den Abfall so zu dokumentieren. Also wir haben auch dort sehr starke Steigerungsraten. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das Ressourcenmanagement auch zeigt, dass die Ressourcen auch in unseren unmittelbaren Umgebungen immer geringer werden. Nur als kleines Beispiel, wenn wir so weiterwirtschaften wie bis jetzt, dann werden wir in circa 40 Jahren in Niederösterreich keinen Kies mehr haben. Das klingt ein bisschen banal, aber zeigt doch auf, dass auch diese Massenressourcen eigentlich sehr begrenzt sind. Also für mich ist das Thema hochaktuell und ich freue mich sehr auf diese Mitarbeit. Ganz herzlichen Dank. Ich finde es hervorragend. Vor allem bin ich ganz begeistert, wie viel Engagement auch von den Profis, die mit der Zeit ganz knapp unterwegs sind, hier jetzt sich schon abzeichnet, und wie viele Leute, die auch ihren Alltag hier normalerweise jetzt unter Corona noch unter schwierigen Bedingungen bestreiten müssen, sich auch hier einbringen. Also das ist wirklich eine tolle Sache, so viel Energie zu sehen. Das Thema Wirtschaft ist noch angesprochen worden. Ich glaube auch, dass das ein sehr wesentlicher Punkt sein wird, den man auch hier besonders betrachten muss. Gerade die Gewerbebetriebe sind hier
ganz maßgeblich im Bereich Energiebedarf, aber auch gegebenenfalls mit Prozessenergie, die Abwärme darstellt, auch etwas zur Verfügung stellen können, Gewerbebetriebe in jeder Art und Weise mit großen Dachflächen etc. Also auch da gibt es Erfahrungen, die wir gerne einbringen, aber da müssen wir halt dann schauen, wie kann hier die Kommunikation erfolgen und wer würde sich zur Verfügung stellen, diese Bereiche auch mit abzudecken. Ich habe jetzt als letzte Gruppe, bevor wir eine kleine Synkope einbauen, eine kleine Unterbrechung machen, die Arbeitsgruppe Digitalisierung. Und ich darf Toni Platt bitten. Ja, Dankeschön. Die Arbeitsgruppe Digitalisierung ist eben mit dem Andi Koller-Gaber im Moment besetzt auch. Und wir zwei, ich selber bin Unternehmensberater, ich sitze für die NEOS im Gemeinderat und uns ist Digitalisierung einfach ein Anliegen, als Mittel zum Zweck. Vielleicht muss ich jetzt einige in der Runde enttäuschen. Die Digitalisierung selber spart noch kein CO2 ein. Ich glaube aber, dass wenn wir von den Kolleginnen und Kollegen Ansätze bekommen, wo ihnen Daten fehlen, wo ihnen vielleicht Mittel fehlen, um gute Ideen umzusetzen, das ist dann der Punkt, wo unsere Arbeitsgruppe aufzeigen sollte und wo wir schauen sollten, wie wir das auch in Programme der Gemeinde hineinbekommen. Wir haben gerade heute wieder gesehen, wie viel schon in der Gemeinde gemacht wird. Wir haben aber auch ernüchtert festgestellt, wie viele Daten einfach noch brach liegen. Und das ist der aktive Beitrag, den wir hier vielleicht dazu leisten können, zu sagen, was gibt es überhaupt für Daten, auf was könnte man zurückgreifen, damit wir nicht mit den Kleinigkeiten beginnen, sondern vielleicht, so wie es ja auch schon einige in der Runde angesprochen haben, einmal beim Energiesparen, bei den großen Dingen anfangen und uns nicht verzetteln im Laufe des Projektes. Das wäre es von meiner Seite. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank. Und ich darf Andreas Koller-Gaber vielleicht auch bitten, sich kurz vorzustellen. Wenn er uns hört. Wir sehen ihn nicht. Ja. Wir wissen, er ist da, also er ist angemeldet. Wenn das jetzt ein bisschen noch dauern sollte. Ja, er schreibt, er kann leider nur hören. Aha. Wir sind sehr froh, dass er nur zuhört und wir sind ganz begeistert, dass er mitmacht und freuen uns dann schon auf die Arbeitsgruppe und auf die Dinge, die da mit seiner Unterstützung herauskommen und in Richtung Umsetzung gebracht werden. Er wird sich sicher noch ausführlich zu Wort melden. Sehr gut. Dann darf ich zurückgeben an die Martina, bitte. Ja, vielen Dank. Wir würden jetzt vorschlagen, als kleine Synkope zwischendurch eine kleine Umfrage zu machen. Und Sie bitten, Herr Hinker, bitte. Na, mir würde noch interessieren, die anderen Teilnehmer, dass Sie die ganz kurz vorstellen. Ja, das kommt noch. Wir würden jetzt nur, damit es ein bisschen lockerer wird, weil es sonst sehr anstrengend wird für alle. Diese Umfrage dauert 2 Minuten und dann sind wir gleich geht es dann weiter. Ja, die Frage wäre, meine Kollegin wird uns dann die Umfrage vorbereiten. Die Marlene Fuchs, die Frage wäre, wie viel Expertise haben Sie bereits im Bereich Dekarbonisierung oder in Ihrem Bereich und wie würden Sie das bewerten, nämlich von 0 bis 5, also 0 gar keine und 5 schon sehr viel. Marlene, können wir die, bitte schon da. Bitte um ein kurzes Feedback. So, weil ich eine Antwort gebe, theoretisch oder praktisch? Das ist dann Einschätzung. Reduktion oder in der Theorie, im theoretischen Wissen? Ja, das hat jetzt wahrscheinlich jeder für sich anders bewertet. Ein Durchschnitt. Ja. Dann ist das Schulnoten oder Punkte? Es sind Punkte 0 ganz wenig und 5 schon sehr viel. Danke. Es fehlen noch 5, aber wir können dann, ich weiß nicht, ob, ja, es kommt noch, super. Also es zeichnet sich ab, ein Großteil hat schon, super, vielen Dank, alle haben teilgenommen. Also viele sehen sich bei 4, 36% bei 4, also schon viel Erfahrung und auch 3 ist stark vertreten und also 0 gibt es gar nicht. Super, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Das hat sich aus den Wortmeldungen auch schon abgezeichnet. Jetzt haben wir es auch noch statistisch ermittelt. Das ist ganz, ganz fantastisch und das ist ein toller Start. Das Vorurteil, das wir hatten, dass diese Geschichte in Berchtoldsdorf auf fruchtbarem Boden fällt, hat sich bis jetzt also sehr bestätigt.
Ja, die nächste Gruppe wäre die Arbeitsgruppe Umwelt. Und ich darf hier Agnes Wühr bitten, uns ein bisschen zu erzählen, was sie bewegt. Jetzt habe ich noch nicht gleich gefunden, wo ich das Mikrofon ausschalten kann. Aber ich glaube, oder einschalten kann. Ich glaube, Sie hören mich. Mein Name ist Agnes Wühr. Ich wohne seit 2009 in Berchtoldsdorf, nachdem das jetzt alle schon mehr oder weniger gesagt haben, in der Aspettensiedlung. Und ich genieße das sehr, dass wir rundherum eigentlich sehr viel Grün haben. Und deswegen würde mich einfach interessieren, was wir hier noch tun können, um dieses viele Grün rundherum und die vielen Tiere und auch kleinen Tiere rundherum zu schützen. Also was wir tun können für den Baumschutz, für den Erhalt der Artenvielfalt und so weiter. Das wäre das, womit ich mich gern beschäftigen würde. Einerseits im Gemeinderat, da bin ich Umweltgemeinderätin seit der letzten Wahl, also jetzt noch relativ kurz, und eben hier auch in dieser Arbeitsgruppe. Und ich würde mich freuen, wenn noch einige in diese Arbeitsgruppe dazukommen. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist ganz toll. Ist auch schön, wenn die Politik sich hier einfindet. Also Multiplikatorinnen auf allen Ebenen, sowohl auf fachlicher als auch politischer, gesellschaftlicher Art und Weise, sind sehr, sehr willkommen. Und ich darf zur Arbeitsgruppe Umwelt habe ich noch den Wolfgang Hinker hier angemeldet. Bitte. Ich habe mich schon gemeldet zur Kreislaufwirtschaft. Ja. Ich werde mich aber nur für eine Arbeitsgruppe da jetzt dann engagieren. Also ich werde nur bei der Kreislaufwirtschaft dabei sein. Wir würden Sie aber in alle Richtungen gerne ausnützen. Also konkrete Fragen gerne, aber also konzentrieren möchte ich mich nur auf eine Gruppe. Sehr fein. Ja, das ist vernünftig. Ressourcentechnisch ist das sicher schlau. Ja, danke schön. Aber da mit voller Energie dann. Sehr gut. Ich habe immer wieder Celia Brenner stehen. Das heißt, Sie melden sich einfach, wenn Ihnen noch was einfällt dazu. Das mache ich. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ja, die nächste Gruppe, das ist ein Thema, das uns sehr, sehr stark interessiert, weil ohne dem geht genau nichts. Das ist das Thema Finanzen. Und ich darf hier mal Wolfgang Hussian bitten. Ja, sehr gerne. Schönen guten Abend. Mein Name ist Wolfgang Hussian. Ich bin Jurist und in Berchtoldsdorf als geschäftsführender Gemeinderat für Finanzen zuständig. Was ist mein Zugang zum Thema ganz allgemein? Als ich in der Volksschule war, war eine meiner Lieblingssendungen Rendezvous mit Tier und Mensch mit Otto König. Und da hatten wir es in den 70er Jahren, wer sich erinnert, hat er erklärt, Erdöl ist Kohlenstoff, den die Natur nicht braucht, den die Atmosphäre nicht braucht. Deswegen ist er auch so tief in der Erde. Das habe ich verstanden als Volksschüler. Dann kamen die 80er Jahre, dann war ich dann im Gymnasium in Berchtoldsdorf. Und dort habe ich dann das erste Mal auch erfahren, wenn wir nichts machen, wird die Erdatmosphäre um 1,5 Grad sich erwärmen. Und da wurde uns auch erklärt, dass das nicht so niedlich ist, wie es klingt. Jetzt sind wieder 30 Jahre vergangen und heute wären wir froh, würden wir die Erdatmosphäre auf Erwärmung auf 1,5 Grad beschränken können. Und ich glaube, meine kleine persönliche Geschichte zeigt, dass die Zeit jetzt wirklich reif ist, etwas zu machen, um dieser Erderwärmung entgegenzutreten. Die Finanzen, wie Sie gesagt haben, sind immer wichtig. Ich glaube, hier wird der Schwerpunkt liegen, auch zu informieren, über welche Förderungen es gibt. Jeder, der sich selbst schon einmal erkundigt hat, weiß, wie schwierig das ist, sich in dem Förderungsdschungel schnell und einfach zu orientieren. Da kann sicher auch die Gemeinde helfen. Bankenfinanzierungen auch hier vermitteln etc. Also ich bin auch dann schon gespannt, welche Ideen sich in der Arbeitsgruppe entwickeln. Herzlichen Dank. Sehr spannend. Der nächste Profi, der sich einbringt, wunderbar. Helmut Kittinger, bitte. Kollege, jetzt. Wir haben schon zuvor gesprochen. Finanzen ist natürlich tatsächlich ein Thema, nicht nur jetzt hier in der Gemeinde, sondern natürlich gegen jeden Einzelnen auch, von wegen der Charakter des Sparens im eigenen Haushaltsbudget, aber natürlich auch für Firmen. Wir sehen es bei uns in der Firma beim Kurier, um dir das Beispiel zu zitieren, wo wir eine eigene Stelle geschaffen haben,
wo wir jeden Tag neu den Strom oder auch sonstige Rohstoffe auch von extern zukaufen, weil billiger, weil günstiger, weil nachhaltiger, weil schneller oder weil auch die Versorgung sicherer ist, was für unsere Druckerei wesentlich ist. Ja, es gab ja genug Werbung für den Kurier gemacht. Vielleicht in dem ein Abo wäre das sehr gut übrigens. Ja, also ein papierloses, wenn der Ressourcen wäre. Okay, Dankeschön. Herzlichen Dank und danke auch für das doppelte Engagement. Ganz hervorragend. Ja, wir kommen zur Arbeitsgruppe Soziales. Susanne Giefinger, Sie haben sich heute schon zu Wort gemeldet. Bitte, jetzt inhaltlich noch verschärft, bitte. Ja, inhaltlich Susanne Giefinger, seit 1989 in Berchtoldsdorf beheimatet. Ich bin auch als Gemeinderätin tätig für die SPÖ Berchtoldsdorf. Soziales ist jetzt in diesem Bereich von mir auch sozusagen ein sehr langjähriges Steckenpferd, insofern, weil ich bin also auch viele Jahre Personalvertreterin gewesen, bin also heute auch noch im Bereich gewerkschaftlich tätig. Das lässt sich auch mit der Pension vereinbaren. Jetzt im Speziellen, warum Soziales? Was bedeuten diese ganzen letztendlich ja Einschränkungen für die Menschen? Das heißt, werden diese Maßnahmen tatsächlich alle eine Form von Menschengerechtigkeit auch haben, so dass sich das auch tatsächlich alle leisten können und nicht nur, sage ich jetzt einmal, die gut und besser Verdienenden, und wo man dann also durchaus auch die Leute, die einfach kein Geld haben, beziehungsweise sich einfach wirklich überlegen müssen, wofür kann ich mein Geld verwenden, diese Maßnahmen alle leisten können, beziehungsweise wie können wir die Menschen dann auch unterstützen und mit auf diese vielen Wege mitnehmen. Ich glaube, das ist ein relativ schwieriges Thema. Prinzipiell einmal bin ich auch noch an anderen Arbeitsgruppen interessiert. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das dann im Nachhinein? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden, wenn ich mich jetzt beispielsweise dann noch dazu wenden möchte. David, vielen Dank. Da weiß dann der Christian Appel Bescheid, beziehungsweise es hängt sehr stark damit zusammen, wie viel Zeit Sie auch hier opfern wollen oder einbringen wollen. Aber vielen Dank, dass Sie da diesen Bereich mit bedenken. Ist eines der Standbeine der Nachhaltigkeit, ohne dem funktioniert es nicht. Ökologie, Soziales, insbesondere aber auch Finanzen, das Wirtschaftliche. Also man darf da nicht nur auf einen einzelnen Sektor schauen, sondern muss es wirklich schauen, dass eine runde Sache abgeliefert wird. Ganz herzlichen Dank. Wir haben den Bereich, jetzt soll ich nichts Falsches sagen, ich glaube, die zwei anderen sind jetzt nicht da, wenn ich das richtig gesehen habe, die sich da noch gemeldet haben. Aber wir haben noch einen ganz wesentlichen Punkt, und zwar den Bereich Ortskernbelebung. Ich darf Manta Günzel bitten, sich kurz vorzustellen. Das bin ich. Herzlich willkommen. Also danke für die Einladung. Ich bin seit 15 Jahren Gemeinderätin für die Grünen und seit 4 Monaten geschäftsführende Gemeinderätin mit den Spiel- und Sportstätten und Dorf- und Stadterneuerung und Ortskernentwicklung ist bei mir gelandet. Ich bin technisch nicht ausgebildet. Ich komme vom Theater und von der Musik und von der Kunst und vom Kunsthandwerk. Mein Spezialgebiet wird es sein, oder das, was ich einbringen kann, ist, die Leute dort abzuholen, wo sie sind, auf der Gefühlsebene. Was habe ich davon? Sozusagen, meine Erkenntnis ist die, dass die viele Menschen wollen nicht das Klima retten und zu irgendwelchen anderen Leuten was Gutes tun, die wollen selber Vorteile haben. Und für mich ist das dieser Egoismus auch gut. Und wenn wir es schaffen, darzustellen, was die selber davon haben, dass der Weg einfacher zurückzulegen ist, dass das Pendlerweg in der Früh eine zeitliche Sicherheit hat, weil ich in der Schnellbahn weiß, wann ich da ankomme und nicht, wie lange ich auf der Tangente vielleicht stehe oder vielleicht noch länger stehe. Oder wo ich Geld tatsächlich einsparen kann oder wo ich einen Vorteil habe, weil ich mich verbunden fühle mit dem Ort, wo ich her bin, in Berchtesdorf. Wenn ich mich verbunden fühle mit der Nachbarschaft, wenn ich gefühlsmäßig mich identifiziere, dass ich dann auch leichter bereit bin, was zu verändern, was dann eben mir zugutekommt selber. Also ich glaube, dass mein Part sein kann, darzustellen, was jede einzelne Person davon haben kann,
abgesehen davon, dass es gut fürs Klima ist. Also der Ortskern ist wichtig, denke ich, als Anker, als emotionaler Anker zu sagen, ich bin in Berchtoldsdorf zu Hause, das ist der größte Platz in Berchtoldsdorf und dort findet was statt und dort treffe ich die Leute vielleicht und dort habe ich schöne Gefühle und dort freue ich mich über diesen tollen Platz. Auch sich verbunden zu fühlen mit den Leuten, die da arbeiten, was schaffen wir alle hier, was können wir machen und trotzdem weniger Ressourcen verwenden. Meine Arbeitsgruppe gibt schon, weil die Dorf- und Stadterneuerung hat sich schon konstituiert. Das war mein Auftrag vom Gemeinderat. Und da kann man gerne dazukommen. Die Dorf- und Stadterneuerung hat sich in 6 Arbeitsgruppen gegliedert, wo wir Projekte gefunden haben schon, die wir ausarbeiten und sie zur Finanzierung einreichen. Es gibt einen großen Pott vom Land Niederösterreich als Investitionszuschuss, 30-40%. Und wir versuchen jetzt in jeder Arbeitsgruppe ein Projekt einreichfertig zu machen. Da gibt es auch eben Mobilität und Ortsbild und Ortskern und Jugend und Wirtschaft. Also da könnten gerne, also das doppelt sich ein bisschen. Wir versuchen die Projekte natürlich auch so zu machen, dass sie für den Umweltschutz und für die Ressourcenschonung was beitragen können. Ganz herzlichen Dank. Das klingt sehr umfassend und ich glaube, wenn man aus der Kunst kommt und die Dinge ein bisschen aus einer anderen Perspektive quer kämmt, tut uns das allen sehr gut. Herzlichen Dank für das Engagement. Das ist toll. Nämlich, danke vielmals. Wir hätten dann die Gruppe Öffentlichkeitsarbeit und ich darf Carmen Higisabo bitten, sich ein bisschen darzustellen, was da alles für Sie ein Thema ist. Wir hören noch nichts. Moment. Mikrofon. So, vergessen. Entschuldigung. Geht jetzt? Ja. Also ich komme aus dem Marketing und nicht so sehr aus der Öffentlichkeitsarbeit. Habe gute 30 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, nicht so sehr im kommunalen Bereich, sondern ich komme aus den Bereichen Business-to-Business-Marketing, IT, also Informationstechnologie. Da habe ich mit dem Herrn Platz ein bisschen eine Überschneidung, wo wir also zumindest Berührungspunkte und komplexe Dienstleistungen. Das ist also das, wo ich zu Hause bin und habe ein bisschen einen ganzheitlicheren Ansatz zum Thema Marketing als den man da schlechthin unter Öffentlichkeitsarbeit versteht. Weil wenn ich mir die Aufgaben, die hier genannt sind, so ansehe, dann ist das, was ich innerhalb des Marketing normalerweise als die bunte Bilderabteilung bezeichne. Das sind die am Schluss in hübsche Worte packen, was man sich vorher überlegt hat. Ich finde mich da viel mehr bei dem, was die Martha Günther gerade vor mir gesagt hat, nämlich bei der Frage, wie finden wir denn heraus, was die anderen als Nutzen empfinden würden? Wie finden wir heraus, wo wir die Leute abholen und wo wir ihnen etwas bieten können, was nämlich für jeden etwas anderes ist? Man kann da Cluster und Gruppen bilden, aber wo man zuerst einmal sagt, wo holen wir die Leute ab? Wo finden wir etwas, was derjenige für seinen Empfinden als Nutzen und als nutzenstiftend erlebt? Also da, das ist das, wo ich eher zu Hause bin, aber natürlich hat das, und da bin ich dann schon sehr, sehr gerne dabei, bei der Gruppe Öffentlichkeitsarbeit mitzuarbeiten, das hat dann natürlich auch eine Auswirkung und muss sich wiederfinden in der Art, wie man das nach außen kommuniziert. Ja, also das wäre der Beitrag, den ich leisten kann. Würde aber sehr gerne, so wie das der Christian Appel am Anfang angesprochen hat, den unterschiedlichen Arbeitsgruppen gerne auch Hilfestellung geben bei dieser Analysefrage, wo finden wir denn etwas, was für die Leute wertvoll ist, überall dort, wo wir auf ihre Mitarbeit angewiesen sind. Das ist was anderes, ob ich eine Photovoltaikanlage auf das Gemeindeamt drauf pappe, wo man sagt, also hauptsächlich der Gemeinde, der Gemeinderat versteht, dann genügt mir das schon. Aber überall dort,
wo wir große Mengen an Leuten mit dabei brauchen und mit involviert brauchen, dort muss man, glaube ich, früher ansetzen bei der Frage, womit holen wir die Leute hinterm Ofen hervor, weil für viele die Motivation Angst vor, was auch immer, hehre Ziele von wegen, ich tue es für die Gemeinschaft, zu wenig sind. Auch wenn das traurig ist, aber das ist so, das ist die Realität, mit der wir einfach leben müssen und auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Herzlichen Dank. Auch Profi, super. Und dieses Angebot für die einzelnen Arbeitsgruppen, da etwas mitzuüberlegen, mitzuentwickeln und den wertvollen Input zu geben, das ist natürlich ganz hervorragend. Ganz, ganz lieben Dank. Ich habe jetzt einmal aus meiner Unterlage heraus den Helmut Kittinger habe ich noch. Ja, Entschuldigung. Auch zu dieser Gruppe. Ja, lustigerweise arbeite ich beim Kurier, sollte das noch nicht erwähnt haben. Und ich sitze tatsächlich in der Marketingabteilung und kümmere mich um Business Development, also um all jenes, was die Marke Kurier abseits des bunten Bilder oder auch des schwarzen Texts weiterbringen soll. Wir verstehen bei uns im Kurier Marketing als jenes Ding, das die Marke weiterbringt. Und Marke ist was ganz Wichtiges, denn ohne Marke, wissen wir alle, kommen die Briefe, kommt die Botschaft nicht beim Empfänger an. Hat also einen gewissen Wert und ist natürlich für jede dieser einzelnen Arbeitsgruppen gerne bin ich da dabei und stelle mein Wissen und Know-how und Können zur Verfügung. Herzlichen Dank. Ach ja, und nehmt doch bitte ein Abo. Bisher gab es erst eine Rückmeldung, dass jemand ein Abo hat vom Kurier. Dankeschön. Dankeschön. Wir werden es am Schluss noch einmal wiederholen. Ganz lieben Dank. Und die Geschichte mit der Marke, ich hoffe, zumindest an meinem Hintergrund kann man erkennen, wir versuchen die Marke, die es schon gibt, mit Leben, mit zusätzlichem Leben zu erfüllen und nicht wieder was Neues zu erfinden, weil da gibt es also schon was ganz Gutes. Ja, Christian Appel hat eine Doppelrolle, würde sich da auch in der Öffentlichkeitsarbeit einbringen. Ich weiß nicht, Christian, möchtest du auch noch was dazu sagen? Ja, kurz. Also das ist natürlich auch eine extreme Querschnittsmaterie, weil alles, was in den Arbeitsgruppen erarbeitet wird, muss auch nach außen in irgendeiner Form kommuniziert werden, damit die Menschen Bescheid wissen, was da passiert. Und dass man überhaupt einmal die Möglichkeiten aufzeigt, wo man überall andocken kann. Also wir werden dann nach und nach alle möglichen Kanäle bespielen, von E-Mail bis Facebook und Homepage und so weiter. Es gilt da, alle Medien zu bedienen mit den entsprechenden Informationen. Ja, das wird Arbeit genug sein. Also. Ja, danke schön. Das glaube ich auch. Also an Arbeit wird es uns nicht mangeln. Wir schaufeln uns gerade mit wirklich allem, was wir haben, noch jeder sich dazu. Aber dazu sind wir hier und es wird schon ordentlich werden. Aber ich glaube, es sind genug Profis da, die in der entsprechend Strukturiertheit das dann auch abarbeiten können. Da machen wir jetzt weniger Sorgen. Ich habe jetzt einmal alle durch, die bei den einzelnen Arbeitsgruppen sich sozusagen genannt haben. Ja, ich wer jetzt neu dazu gestoßen ist heute, ist der Thomas Bladiger, soweit ich gesehen habe. Genau, vielleicht interessant. Das Thomas Bladiger bitten, sich auch ein bisschen vorzustellen und wo er sich vorstellen kann, vielleicht auch mitzumachen. Ja, hallo, mein Name ist Thomas Bladiger. Ich bin von der Berchtesdorfer Bürgerliste Gemeinderat. Ich habe ebenfalls, wie ein Kollege, der sich vorgestellt hat, erneuerbare Energien studiert im Bachelor und Gebäudetechnik im Master. Habe danach 8 Jahre lang in Vorarlberg gewohnt und gearbeitet, wo ich gerade bei erneuerbaren Energien sehr viel Erfahrung sammeln durfte, hinsichtlich vor allem Wärmepumpentechnologie oder Solaranlagen. Und bin jetzt seit 1,5 Jahren wieder zu Hause und seit ja, dieser Zeit eben auch selbstständig mit einem Ingenieurbüro in Wien. Ja. Wunderbar. Also Sie werden sicher zum Handkuss kommen, weil alle, die sich hier einbringen, kriegen was zu tun. Da machen wir uns keine Sorgen. Aber danke als Profi sich da auch wieder entsprechend einzubringen. Ich habe dann hier noch Martin Fürndrath, bitte. Ja, auch wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Martin Fürndrath. Ich habe einen kleinen Schlosserbetrieb in Berchtesdorf, schon aus Familie übernommen, seit 1976 bin auch hier geboren, also irgendwie Urgestein. Habe es mir auch zur Aufgabe gemacht, in der Gemeinde mitzuarbeiten, das heißt, ich bin Gemeinderat von Liste Martin Schuster von der ÖVP seit einigen Jahren, darf auch den Tourismus- und Ortsverschönerungsverein als Obmann auch vorstehen und da war man dann auch noch ein bisschen fad, haben wir gedacht, gut, dann mache ich noch den Wirtschaftskammerobmann aus dem Bezirk Mödling. Das heißt, ich bin in der Wirtschaft soweit, glaube ich, ganz gut verankert. Was mich wirklich interessieren würde, wäre die Arbeitsgruppe Digitalisierung.
weil aus zwei Gründen. Das erste ist, weil mich das wirklich hoch interessiert. Und das zweite ist, weil wir das auch in der Wirtschaftskammer heuer als Arbeitstitel mehr oder weniger auch haben, auch für nächstes Jahr schon. Und da glaube ich, dass man da ganz gut auch mit dem Toni Platt zusammenarbeiten kann und mit dem Andreas, wo wir uns, glaube ich, gegenseitig dann vielleicht ergänzen können mit diversen Unterlagen, die ich vielleicht aus Kammerseite bekomme, die vielleicht nicht ganz offiziell oder auf, nicht auf offiziellen Kanälen transportiert werden, sondern die man halt vielleicht auch so bekommt. Und möchte ich dann noch kurz andocken an das, was du gesagt hast, Toni, und zwar, dass die Digitalisierung jetzt nicht direkt als CO2-Bremse gilt. Sehe ich jetzt genauso wie du, allerdings indirekt kann man da schon einiges tun. Wenn ich schaue, wir haben uns jetzt erst vor kurzem eine Photovoltaikanlage geleistet bei uns am Dach in der Schlosserei. Wir produzieren wahrscheinlich auch über das Jahr jetzt gesehen mehr, als was wir verbrauchen können. Allerdings, wenn ich mir anschaue, was dieses App liefert von dem Wechselrichter, kann man dann schon einige Schlüsse daraus ziehen, wo ich sage, wo kann ich vielleicht was hergeben, wo kann ich jemand anderen unterstützen damit. Beispiel gibt es ja auch solche Energiemanager, wo ich sage, ich kann meinen Strom ja in Echtzeit da zum Beispiel mir selber nach Hause schicken, wenn ich den jetzt am Wochenende zum Beispiel nicht brauche und so weiter. Ich glaube, dass man da auf der Schiene wirklich gut einspannen kann und da auch ganz neue Ideen haben könnte. An der Stelle noch danke an den Harald Kahner, der mir diese Photovoltaik aufs Dach geklebt hat. Hat super funktioniert. Danke, André. Danke, Harald. Herzlichen Dank. Das klingt toll und vor allem, Sie haben es jetzt schon gesagt und ich glaube, das trifft auf viele zu. Sie sind Netzwerker und solche Leute brauchen wir, weil sie wissen, wie ihre Netzwerke funktionieren, wenn man ansprechen muss, wenn man eine Botschaft unter die Leute bringen will, wenn man ansprechen muss, wenn man was wissen will, etc. Ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt, auch diese Netzwerke, die Sie alle mitbringen, hier mit nutzbar zu machen. So, ich darf dann noch Christian Reichel bitten, sich kurz vorzustellen. Ja, Christian Reichel. Ich arbeite zusammen mit dem Peter Gönitzer. Bin in der Gemeinde Berchelsdorf aufgewachsen und bin halt jetzt vor 2 Jahren aus familiären Gründen weggezogen, aber immer noch sehr stark, meine Familie, meine Eltern wohnen noch in Berchelsdorf, sehr stark mit der Gemeinde Berchelsdorf verbunden. Arbeite eigentlich seit 20 Jahren in der Energiewirtschaft, habe mich schon seit 2007 eigentlich dem Thema Photovoltaik gewidmet und auch damals schon in Berlin eine Ausbildung dazu machen können und treibe das Thema in der erneuerbaren Energien seit sehr vielen Jahren voran, lebe dafür eigentlich und ich glaube auch der nächste Schritt mit dem Thema Energiegemeinschaften und mit dem neuen erneuerbaren Ausbaugesetz, glaube ich, wird der nächste große Schritt kommen, damit endlich die dezentralen Erzeugungsanlagen auch der Strom dorthin kommt, wo er hinkommt, nämlich zu den Bürgern und auch die Bürger untereinander dementsprechend noch direkt vor Ort lokal nutzen können. Das ist mein Anliegen und natürlich auch historisch bedingt als Berchtesdorfer würde es mich sehr freuen, wenn wir in Berchtesdorf hier eine Energiegemeinschaft in Zukunft errichten können. Herzlichen Dank. Ganz klares Ziel. Ich glaube, da gibt es genug zu tun, das unter die Leute zu bringen und dann vor allem auch handhabbar zu machen. Ja, ich darf Ewald Sauruck noch bitten, sich vorzustellen. Ja, guten Tag. Und zwar, ich lebe seit 2013 in Berchtesdorf, habe hier quasi neu gebaut, bin ich Betriebswirt, aber habe vorher 15 Jahre als Unternehmensberater für große Unternehmen gearbeitet im Bereich Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und bin seit 2 Jahren auch selbstständig, berate national und international Unternehmen im Bereich Energieeffizienz und mache Energieaudit für Großbetriebe. Habe auch mit Berchtesdorf schon einiges zu tun gehabt, habe ein Forschungsprojekt zu meinem Haus gemacht, weil ich eine Wärmepumpe habe und Photovoltaik, um hier zu schauen, wie groß ist der Selbstversorgungsgrad und wie gut kann ich die Wärmepumpe so steuern, um den Eigenverbrauch zu optimieren. Und haben da 3 weitere Häuser in direkter Nachbarschaft verglichen miteinander. Ist ein Projekt der Forschungsförderungsgesellschaft gewesen. Und da haben wir einige Erkenntnisse auch gewonnen. Und ja, also mich würden 2 Arbeitsgruppen interessieren, beziehungsweise glaube ich, dass die verschmolzen werden könnten. Das ist Wohnen und quasi erneuerbare Energie. Weil in meinem Projekt habe ich schon gesehen, dass das 2 Themen sind, die zusammengehören und dass zusätzlich auch Betriebe ähnlich gelagert sind und man das, glaube ich, ganz gut in eine Gruppe packen könnte,
weil hier die Kompetenzen und Interessen, wie ich jetzt von den Vorstellungen gehört habe, auch genau in eine Gruppe passen würden. Ja. So, vielen Dank, das ist natürlich ganz toll und ich wäre natürlich neugierig auf Ihre Studie, auf Ihre Untersuchung, weil es klingt hochspannend. Also jede Art von Erkenntnis wird hier gerne mit hineingenommen und aufgesaugt, sage ich einmal. Ist öffentlich die Studie, ja, auf der FFG-Seite zum Download auch, aber kann ich auch gerne zur Verfügung stellen. Bitte den Link, den können wir dann auch gleich in unsere Unterlage hineinpacken. Es ist immer sehr spannend, sich sowas anzuschauen, auch dazu mit einem Bertholdsdorf-Bezug. Ja, ich glaube, ich hoffe, ich habe jetzt alle einmal kurz zu Wort kommen lassen. Wer jetzt noch fehlt, ist die Steuerungsgruppe. Aber bevor wir mit der Steuerungsgruppe fortsetzen, die sich auch noch ein bisschen vorstellen darf, hätten wir noch eine Umfrage. Martina, Entschuldigung, Susanne Giefinger, bitte. Noch einmal zur Frage zurück. Wann besteht die Möglichkeit, sich noch zu anderen Gruppen zu melden? Ist den praktisch jederzeit. Also. Gut, dann mache ich das jetzt. Und zwar bitte Giefinger bei Wohnen und Kreislaufwirtschaft. Ich schreibe gleich mit. Sehr gut. Kreislaufwirtschaft habe ich vorher unerwähnt gelassen. Ich habe 17 Jahre im Bereich Abfall- und Ressourcenmanagement in der Stadt Wien gearbeitet. Herr Feuerwehr, vielen Dank. Herr Könitzer, Sie haben sich gemeldet? Okay. Wir versuchen alle Handzeichen zu identifizieren. Ja, dann darf ich kurz zu Martina zurückgeben und wir hätten eine Umfrage, noch eine zweite. Und dann kommt die Steuerungsgruppe dran. Genau, danke. Also unsere zweite Umfrage, die würde lauten, wie viel von meiner Zeit verwende ich für das Thema Energieeffizienz, Dekarbonisierung. Wieder von 0, also keine, und 5, sehr, sehr viel Zeit. Bitte, wenn Sie da kurz voten würden. So, mehr als die Hälfte haben schon geantwortet. Sind viele bei sehr, sehr viel? Man merkt, es sind da sehr aktive Menschen zusammengekommen. Fällt die Schlafenszeit dazu oder nicht? Wow, also 39% bei 5 sehr, sehr viel Zeit. Aber auch 3 mit 26% ist stark vertreten und einige haben 1. Also es gibt bei manchen noch Ausbaupotenzial, aber wir haben dann schon eine sehr, sehr aktive Gruppe vor uns. Sehr bewundernswert. Dankeschön. Ich bin auch ganz begeistert. Ich habe schon fast Tränen in den Augen. Es ist unglaublich, welche Kompetenzen da beieinander sind. Das war mir selber noch gar nicht so bewusst. Ich staune jedes Mal von neuem. Ja, es ist wirklich toll. Dann würde ich vorschlagen, dass wir noch zur Steuerungsgruppe übergehen. Ja, gerne. Ich darf gleich einmal den Christian Rauscher bitten, als sozusagen Rückgrat der Gemeinde, als personifiziertes. Ja, guten Abend. Mein Name ist Christian Rauscher und ich bin seit mittlerweile über 25 Jahren Leiter der Bauabteilung, die auch über diese 25 Jahren immer mehr Bereiche dazu bekommen hat, von Mobilität, EDV, mittlerweile auch Energiebelange, Umweltangelegenheiten und den Wirtschaftshof. Und ich finde heute den Ansatzpunkt von Martha Günzel wirklich sehr interessant, denn genau das ist der Punkt, den auch ich immer wieder herstellen muss, nämlich zur Bevölkerung und zu den einzelnen Menschen, die man dann dazu bringen soll, irgendetwas zu tun, weil einerseits ist ja relativ einfach, von der Gemeinde her ein beschlossenes Projekt durchzuführen und abzuhandeln, aber die Menschen draußen einzubinden und zur eigenen Aktivität anzuregen, ist ein ganz wichtiger Punkt, der bis jetzt meiner Meinung nach sehr schlecht umgesetzt werden konnte. Zumindest habe ich das aus meiner Position so beobachten können,
dass man immer mit einem gewissen Vorbehalt Gemeindeprojekten gegenübersteht. Und da finde ich eben jetzt den Ansatzpunkt von Martha Künzel wirklich den wir als sehr wichtigen meiner Ansicht nach weiterverfolgen sollen. Also für alle Arbeitsgruppen natürlich. Das ist ein tolles Angebot. Herzlichen Dank. Ich darf an Wolfgang Hitzigrad weiterleiten, den ich schon als sehr engagierten und auch sehr kompetenten und er weiß alles Menschen kennengelernt habe. Ja, also es ist so, ich bin jetzt seit 1991 bei der Gemeinde Berchtesdorf. Von meiner Ausbildung bin ich kommunaler Umwelt- und Abfallberater. Wir sind 1994 zum Klimabündnis gekommen. Ich habe dafür Feuer gefangen und bin sozusagen jetzt seit über 25 Jahren in allen Projekten bei der Gemeinde dabei. Habe selbst das Projekt Biomasse Nahwärme angestoßen in meiner Ausbildung als Klimabündnisbeauftragter. Und ja, verfolge sozusagen das alles mit großem Interesse. Was hier geschieht, bin eigentlich total begeistert von dem heutigen Abend jetzt zu sehen, dass da so viele Experten sind und mit vielen habe ich auch im Laufe dieser Zeit zusammenarbeiten können. Ja, und ich glaube, also mit so einem großen Kreis können wir sicher sehr, sehr viel bewegen. Und ja, das freut mich. Ich möchte meinen Anteil auch weiter dazu leisten und kann sagen, ich habe eigentlich mit allen Bereichen, die heute genannt worden sind, zu tun. Schaue auch persönlich, dass ich einen geringen ökologischen Fußabdruck habe. Ja, freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen. Danke. Herzlichen Dank. Kerstin Reißner, Sie, soweit ich Sie kennengelernt habe, jetzt ein paar Mal haben wir uns schon gesehen, mit Herzblut dabei. Sie stellt die richtigen kritischen Fragen und, ja, und schmeißt sich dann ins Geschäft. Bitte. Ja, hallo, ich bin die Kerstin Reißner. Das mit den kritischen Fragen kommt vielleicht daher, dass ich ursprünglich Philosophie studiert habe. In weiterer Folge dann im zweiten Bildungsweg Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement und mich da bei der Masterarbeit dann auch mit den indirekten Umweltaspekten eigentlich auch auseinandergesetzt habe. Das heißt, es sind auch die nicht direkt steuerbaren, sondern indirekt beeinflussbaren. Also was ja auch jetzt in dem Zusammenhang, wenn man sich eben mit der Bürgerbeteiligung auseinandersetzt oder halt überhaupt immer Menschen ins Boot holt, eben auch vielleicht interessant ist. Und bin eben jetzt seit mittlerweile 3 Jahren bei der Gemeinde. Ursprünglich hauptsächlich für eben die Einführung des EMAS Umweltmanagementsystems angestellt und eben für Projekte im Bereich Energie und Umweltsicherheit und jetzt dann eben in der Umweltabteilung der Bauabteilung für Umwelt und Nachhaltigkeit, genau. Super, vielen Dank für die Unterstützung schon bisher und weiterhin. Und ich darf als Letzten jetzt von der Steuerungsgruppe, der heute anwesend ist, den Christian Appel noch bitten. Ich bin auch Steuerungsgruppe, genau. Ja, ich bin fast sprachlos und noch einmal am Verarbeiten, was wir jetzt gerade alles gehört haben. Ich meine, ich kenne fast alle und relativ gut und weiß auch, wie sehr sie sich bisher schon in den Bereichen engagiert haben. Und das jetzt alles so geballt an einem Abend zusammenzubekommen, das ist schon eine ungeheure Energie, die da sich anschickt, freigesetzt zu werden. Also ich glaube, wir können da wirklich sehr viel zusammenbringen, aber jetzt bin ich schon fast beim Schluss vor. Ich bin am Punktresümee ganz zum Ende. Also Steuerungsgruppe, ja, wir versuchen den Prozess zu organisieren, versuchen eben die Methodik des 21. Jahrhunderts zu finden und zu entwickeln. Wir machen Pionierarbeit und ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg. Mit Leuchtbild, mit Leuchtturmsymbolik. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist wirklich ein Weg, der noch nicht wirklich beschritten wurde von anderen. Es gibt kaum Vorbilder. Also ich kenne jetzt ein bisschen was in Wien angeblich, dass immer dahinterher auf Baublockebene sowas gemacht wird. Aber eine gesamte Gemeinde in der Größe, das ist mir noch nicht bekannt. Und insofern darf ich der Gemeinde und allen, die heute da sind, gratulieren, sich auf das einzulassen. Noch dazu, wo der Ausgang ja höchst ungewiss ist. Das eine auf der anderen Seite, aber die Notwendigkeit, glaube ich, von allen sehr gut dargestellt wurde und noch erkannt wurde. Wir sind zeitlich jenseits von Gut und Böse gelandet, aber ich glaube, es war ganz, ganz wichtig, dass wir uns alle mal ein bisschen vorgestellt haben, auch das Engagement, den Hintergrund, die Perspektive kennenlernen durften, was sie bewegt. Jetzt würde ich vorschlagen, wir machen eine kleine Pause, um sich ein bisschen zu organisieren, zu reorganisieren.
Und wir hätten danach eine Kleingruppenarbeit noch angedacht. Ich hoffe, Sie haben noch ein bisschen Zeit und Lust mitzumachen. Es ging ja um die zwei Bereiche, wie können wir die Menschen dazu gewinnen, mitzumachen in weiterer Folge, ein bisschen ein Brainstorming. Und das wäre das eine Thema. Und das andere, wie können wir unser Thema voranbringen? Das ist jetzt relativ unabhängig von den einzelnen Themen. Das wären so die zwei Metathemen, die wir uns vielleicht heute anschauen, ohne jetzt ins Detail hineinzugehen. Und ich darf vielleicht auch noch als für alle, die vielleicht nicht so lange jetzt bleiben können, weil wir jetzt das offizielle Ende, wenn ich mich richtig erinnere, bald einmal erreichen. Nein, noch nicht, wir haben noch ein bisschen. Dann möchte ich nur anbieten, ich bin zwar kein Experte in allem und da sind Sie viel weiter und tiefer drinnen. Falls Sie mich bei einer Arbeitsgruppensitzung brauchen können, stelle ich mich gern zur Verfügung und wir würden nachher auch noch Termine anbieten, wo ich dann gern dazukomme. Also an dem soll es nicht scheitern. Ich habe auch mit dem Christian Appel und dem Herrn Bürgermeister geklärt, dass wir da nicht jede Minute verrechnen werden. Ganz im Gegenteil, da ist auch sehr viel Engagement von meinen Kolleginnen und von mir mit dabei und wir hoffen, dass wir gemeinsam ein tolles Projekt zustande bringen. Aber nicht nur das, sondern dass wir tatsächlich was bewegen. Ja, in dem Sinn darf ich zurückgeben an die Martina. Danke. So, die angesprochene Pause würde ich jetzt gleich vorschlagen. Jetzt ist es 20.33 Uhr. Machen wir 10 Minuten Pause. Treffen wir uns wieder um 20.43 Uhr.